Was ist mit Ihnen los, Phillips? Ihre Inkompetenz ist schlicht und ergreifend erschütternd. Mein ganzes Leben lang habe ich mich machtlos gefühlt. Ich konnte mich nie durchsetzen. Doch dann... Sie können jetzt rauskommen, es ist okay. Ich glaube, ich bin in der falschen... Änderte sich alles. Sie sind gestorben und wurden wiedergeboren. Akzeptieren Sie, wer Sie sind. Und Sie werden frei sein. Sie ist extrem selbstbewusst, beinahe aggressiv. Entschuldigung, was war das denn? Eine Allergie? Diese Person hält sich nicht an Regeln. Amateure. Die sagen, sie würde rumspringen wie eine Katze. Wie sollen wir sie nennen? Catwoman. Schon von ihr gehört? Ja. Heiß. Schwarzes Leder. Peitsche. Jetzt siehst du aus wie eine Polizistenmörderin. Ich bin vielleicht keine Heldin, aber ganz bestimmt keine Mörderin. Hände hinter den Kopf. Im Nachhinein betrachtet war mein Tod das Beste, was mir je passiert ist. Sie beherrscht die alte Kampfkunst. Ihr Name ist Elektra. Eine mysteriöse Vision aus ihrer Vergangenheit gab ihr die Kraft, die Zukunft vorherzusehen. Du weißt ja, je besser der Killer, desto später bemerkt man ihn. Keine Angst. Der Tod ist nichts Schlimmes. Wir haben einen neuen Auftrag. Ich mache es nicht. Du kannst nicht einfach aussteigen. Jetzt lässt sie eine Welt zurück, die sie vergessen will. Ich bin Mark Miller. Ihr Name ist Elektra Dad. Wie die Tragödie. Hatten ihre Eltern Sinn für Humor? Nicht wirklich. Aber es gibt Dinge... Die kann man niemals vergessen. Los! Ja! Es kommen noch mehr. Dieses Mal. Meister Roshi, eure Männer sind tot. Wir lassen uns nicht von einem Killer besiegen. Wenn man sie nicht in Ruhe lässt. Es ist deine Aufgabe. Wird sie in den Krieg ziehen. In der Tradition von X-Men und Daredevil. Mit mir lässt man sich besser nicht ein. Du bist wirklich ein Auftragskiller. Und ein sehr guter. Ich wette $1,000, dass du vor Elektra stirbst. Elektra. Also, die Skrulls sind die Bösen. Und du bist von den Kree, einem Volk edler Krieger. Helden. Edler Kriegerhelden. Dein Leben begann an dem Tag, an dem es fast endete. Wir fanden dich ohne jede Erinnerung. Wir machten dich zu einer von uns. So kannst du länger leben, stärker und besser. Du wurdest wiedergeboren. Mich plagen ständig diese Erinnerungen. Irgendetwas aus meiner Vergangenheit ist der Schlüssel zu all dem. Weißt du, wie man das Ding fliegt? Werden wir sehen. Das war eine Ja- oder Nein-Frage. Ja. Möchtest du wissen, was du wirklich bist? Ich glaube,
glaube, ich habe hier mal gelebt. Was verschweigen Sie mir? Du bist weit gekommen. Aber du bist nicht so stark, wie du denkst. Dieser Krieg ist erst der Anfang. Ich kämpfe euren Krieg nicht. Ich werde ihn beenden. Bist du nicht ein entzückendes kleines Ding? Bist du das nicht? Und wie heißt du? Bist du nicht Fury? Süß? Ich komme wieder. Wie lange bist du wieder Ant-Man gewesen? Nicht lange. Es ist einfach passiert. Ich würde auch gern gegen Bösewichte kämpfen wie du. Naja, ich ruiniere es jedes Mal wieder. Vielleicht brauchst du nur jemanden, der auf dich aufpasst. Hi! Ein Partner. Dr. Pym, ich habe gehört, was Ihnen passiert ist. Sie haben die Quantenebene geöffnet und dieser krasse, gruselige Geist, der durch Wände geht und so, klaut Ihre Ausrüstung. Und jetzt will sie die Weltherrschaft oder sowas. Unsere einzige Chance. Seid ihr beide. Ant-Man und Wasp als Team. Mir nach! Sie scheint echt krass drauf zu sein. Großartig. Hi, Chad. Wie war die Schule heute? Oh, ha, ha, ha. Warum denn so launisch? Willst du ein Glas Milch oder ein paar Kekse? Habt ihr sowas da? Ant-Man and the Wasp. Wir erhielten von den Göttern viele Gaben. Eines Tages wirst du sie alle kennen. Hier verwahren wir sie. Es ist wunderschön. Wer könnte es führen? Nur die Stärksten von uns wären dazu in der Lage. Und das bist nicht du, Diana. Du wirst sie härter unterweisen als jede Amazone vor ihr. Fünfmal so hart. Zehnmal so hart. Lass nie deine Deckung fallen. Du erwartest deinen redlichen Kampf. Bis sie sogar besser ist als du. Aber sie darf niemals erfahren, was sie in Wahrheit ist. Was ist das hier? Wer bist du? Es ist unsere heilige Pflicht, die Welt zu verteidigen. Klar. Wer du auch bist. Du bist in größerer Gefahr, als du denkst. Sei auf der Hut, Diana. Wenn niemand sonst die Welt verteidigt, muss ich es tun. Willkommen im guten alten London. Es ist scheußlich. Ja, ist nicht jedermanns Sache. Bleib zurück. Oder auch nicht. Willst du mir sonst noch was zeigen? Was bist du? Ich bin Diana von Themyscira, Tochter von Hippolyta. Im Namen all dessen, was gut ist, dein Zorn, den du über diese Welt bringst, hat nun ein Ende. Das wird so nichts. Nimm bitte das Schwert runter. Ja. Passt überhaupt nicht zum Rest. Gar nicht.